Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film The Wild Robot oder Der wilde Roboter. In diesem Film geht es um Ross. Ross ist ein Roboter, der durch einen Zufall auf einer Insel strandet. Und auf dieser Insel, die ist sehr unberührt und abgelegen. Und dort wächst und gedeiht alles, sowohl Flora, Fauna, als auch die Tiere. Und ja, aber die Tiere sind Ross nicht so wohlgesonnen. Sie sind sehr skeptisch, weil ja, für sie ist Ross ein Monster. Und was macht Ross? Er setzt sich mitten im Wald hin, beobachtet die Tiere und lernt ihre Sprache. Somit kann er sich besser mit den ganzen Tieren kommunizieren. Aber auch das reicht erstmal nicht. Und er gerät trotzdem mit vielen Tieren aneinander. Und ja, durch einen Zufall stolpert er mehr oder weniger oder fällt mehr oder weniger in ein Vogelnest rein und ja, tötet versehentlich dadurch die Mutter. Und ein Ei in diesem Nest ist noch intakt. Und Ross nimmt es das als Aufgabe, dieses Ei zu beschützen und das Küken halt großzuziehen. Aber der Fuchs Fink hat auch ein Auge auf dieses Ei geworfen und möchte eigentlich dieses Ei auch für sich beanspruchen. Aber Ross schafft es, ihn in Schach zu halten. Und nun versuchen sie beide, das Küken großzuziehen, was sie Bright Bill nennen. Denn Bright Bill muss bis zum Herbst schwimmen können. Es muss bis zum Herbst auch fliegen können, damit es halt in den Süden fliegen kann. Ja, das so zur Story. Ja, also der Film ist eine Buchvorlage von Peter Brown. Der Film macht richtig Spaß. Der Film ist richtig geil gemacht, ey. Also ich hatte ja so vom Trailer her, habe ich mir gedacht, wow, wird ein ganz netter Film oder so. Aber nee, der Film hat wirklich, wirklich richtig Bock gemacht. Auch so, weil diese ganze Interaktion mit den Tieren und so, gerade mit dem Fink, ey, das ist nicht nur lustig, es ist auch spannend, es ist, Es macht einfach auch Spaß, den Bright Bill da zu beobachten. Also da hat man wirklich richtig vieles durchdacht und sich überlegt, ja, wie kann man einen Roboter auf so einer Insel packen? Und die Tiere sind ja dann natürlich auch so ein bisschen skeptisch natürlich. Für die ist ja natürlich ein Monster. Aber er will ja eigentlich keiner Fliege was zu Leide tun. Aber ja, das ist wirklich ein toller Film für die ganze Familie. Die Animationen sind sehr gut gemacht, aber das kennt man ja bei DreamWorks ja auch nicht anders. Also das ist schon wirklich cool gemacht. Im Originalen wird Ross von Peter Nyong'o gesprochen und Pink Bill von Catherine O'Hara und Bright Bill wird gesprochen von Kit Connor und es gibt sogar im Originalen eine Rolle, die von Mark Hamill gesprochen wird. Ja, den kennt man als Luke Skywalker.
Im Deutschen wird Ross von Judith Rakers gesprochen, Fing von Alex Malzacher, Brightbill wird von Sebastian Fitzner gesprochen, um mal so ein paar Namen hier in den Raum zu schmeißen. Ja, also da hat man wirklich auch von der Synchronisation her passend das alles wirklich sehr gut. Also da hat man wirklich auch sehr viel richtig gemacht und der Film ist für Kinder also absolut super gemacht. Der Film ist auch nicht zu lang, mit 102 Minuten ist der Film auch für Kinder auch nicht wirklich zu lang. Da hat man wirklich auch eine sehr gute Länge gewählt. Die Animation von DreamWorks Animation, ja, da braucht man ja natürlich auch nichts mehr zu sagen, wenn man so Sachen sieht wie Shrek oder gestiefelte Kater etc. etc. Da weiß man, DreamWorks, die können so etwas und sie setzen das auch wirklich sehr gut um, auch sehr gefühlvoll um. Also man kann sich da wirklich hundertprozentig in diesen Roboter hineinversetzen und das ist genau das Richtige für die ganze Familie. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator, T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja. Der wilde Roboter, der auf einer Insel strandet und versucht, sich in seiner neuen Umgebung einzugliedern, was ihm nicht gerade einfach gemacht wird. Ein wirklich sehr toller Film, tolle Animationen, tolle Charaktere. Das ist wirklich ein sehr toller Film für die komplette Familie. Und somit gebe ich den Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film wirklich alles richtig macht, was er richtig machen kann. Und das passt alles wirklich sehr, sehr gut. Ja, das war meine Filmbewertung zu dem Film Der wilde Roboter. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.